Ich sehe, Sie sind ganz unstrittig nicht alleine hier. Wie wichtig ist die Liebe der Familienzusammenhalt, wenn man so einen Beruf wie die Schauspielerei ausübt? Viel unterwegs, viel Drehtage etc.? Naja, insofern habe ich natürlich Glück, weil meine Arbeit hauptsächlich natürlich an einem Ort stattfindet. Und insofern kann man das sehr gut verbinden. Grundsätzlich, glaube ich, ist Familie für jeden die Basis, der Kraft schöpft. Und auch für jeden Schauspieler ist es so. Also für mich zumindest. Die Schauspielerei, die ist ja wirklich, also oder die prominenten Berufe sind anfällig für Trennungen. Gibt es bei Ihnen so ein Liebesgeheimnis, dass das über Jahre funktioniert? Ist es so? Also Gegenfrage, ist es so, dass das anfällig ist? Ich glaube, das verzerrt auch ein bisschen die Realität. Natürlich hört man halt von prominenten Menschen natürlich öfters von einer Trennung. Aber ich denke, der Schnitt, glaube ich, weiß nicht, wie hoch der liegt, aber ich denke, das Geheimnis in einer guten Beziehung ist zuzuhören, wach zu bleiben, wachsam sein, achtsam sein, aufeinander gucken und ab und zu auch mal verrückte Dinge tun. Wenn die Liebste ein Babychen hat, ist es schon vorgekommen, dass sie gesagt hat, schau doch mal, du bist der Doktor? Ja, nur wieder. Nee, das findet so nicht statt. Nicht wie beim Professor Brinkmann früher. Ne? Nee, das ist schon lange her. Da hat sich alles weiterentwickelt. A, die Geschichten, B, auch das Publikum. Also diese ganzen Geschichten, die finden nicht mehr statt, Gott sei Dank.